So Leute, es passieren viele Sachen. Ich habe neue Reifen. Die werden wir jetzt dann auch noch tauschen, aber erst in von jetzt an 2 Tagen. Also es sind neue Reifen da. Ich habe außerdem den Tank vom Versiegeln wieder bekommen. Also das ist jetzt mein Reservetank quasi. Den werde ich dann später einbauen. Da brauche ich aber vorher noch eine neue Tankanzeige, denn meine ist definitiv komplett im Eimer. Und Dichtungen fehlen mir auch noch. Also da brauche ich noch ein bisschen was. Auf jeden Fall. Tank innen außen versiegelt mit so einer Spezialscheiße. Hat jetzt 560 Euro gekostet, der Spaß. Ja, ich hoffe, das zahlt sich aus. Ich habe gerade gesehen, dass er das ein bisschen verbogen hat, der Kollege. Aber ist nicht so tragisch. Das sieht dann sowieso keiner mehr. Auf jeden Fall habe ich das Teil wieder. Der ist auch nicht so schlimm verbogen. Hier war er relativ heftig verbogen. Das hat er ausgebogen, der Kollege. Und naja, ist nicht besonders schön geworden. Aber egal. Ja, so sieht's aus. Die Achsen sind. Mit den Achsen hat sich noch nichts getan. Ja, die Scheibe ist auch noch immer nicht drin. Was soll ich sagen? Ja, ich warte auf Teile. Also ich warte jetzt schon seit über einer Woche auf Teile. Und die kommen jetzt in den nächsten paar Tagen. Sollten da jetzt wieder einige Sachen ankommen. Zum Beispiel auch die Radlager. Da wird sich dann herausstellen, ob ich dieses Radlager auch jetzt noch tausche oder nicht. Ich werde da die Antriebswelle abbauen und mal drehen und schauen, ob sich das Lager scheiße anhört oder nicht. Wenn es sich scheiße anhört, dann werde ich da auch die Lager tauschen oder das Lager tauschen. Und ja, so sieht's aus. Jetzt kümmern wir uns mal um Reifen und den ganzen anderen Blödsinn. Und in ein paar Tagen geht's dann weiter. Also jetzt gleich im Video geht's weiter, aber für mich geht's dann in ein paar Tagen wieder weiter. Und ja, haltet euch fest, es bleibt spannend. Ich habe jetzt die Teile. Hier sind zum Beispiel, also mal ein paar von den Teilen, nicht alle, aber hier sind zum Beispiel mal die hinteren Radlager. Jetzt sieht man, dass das ein ganzes Radlager ist, das nur so in der Mitte geteilt irgendwie ist. Ja, oder habe ich beide, falls ich die andere Seite auch noch tauschen mag. Dann habe ich hier für Bremse vorne Dichtungen und vorne Radlager. Jo. Also ich werde jetzt anfangen, das hintere Radlager auszubauen, das alte, und dann werden wir das neue einbauen. Tja Leute, der Axtdorn ist draußen. Es ist sofort das Lager in 1000 Teile explodiert. Also der innere Kegelradring, keine Ahnung wie das heißt, sitzt da so fest drauf, dass es nicht runtergeht. Das ist jetzt natürlich wieder nur der Anfang der Probleme. Also wie gesagt, das Lager ist in 1000 Teile zerfetzt. Hier liegen die Einzelteile davon. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt das Teil, also das Lager, rausschlagen. Jetzt ist es aber so bei dem Auto. Die inneren Teile hier, die sind beweglich, also das Innere da, das sitzt halt nur auf den Kugeln logischerweise. Und wenn das nach innen gekröpfte Teil, also das da, wenn das nicht mehr da ist, dann kannst du das Lager nicht rausschlagen, also nicht einfach so. Naja, jetzt habe ich es auf jeden Fall trotzdem probiert, indem ich mir hier so eine lustige Konstruktion gebaut habe, wo ich in diesen Kegel-Scheißtrick reinkomme, weil das Loch hinten ist genauso groß. Dass ich quasi nichts habe, womit ich das Lager ausdrücken, schlagen oder sonst irgendwas könnte. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier was Lustiges gebaut, da ich hinten eben nur mit so einer Nuss reinkomme, die so groß ist. Und ja, das ist halt, wie man schon sieht, zu klein, aber da hinten in das Loch, da kommst du ja nicht anders rein. Naja, auf jeden Fall wollte ich das jetzt rausschlagen, aber meine Situation da unten am Boden ist halt auch nicht geil. Also da, ich habe keinen Platz, ich kann nicht ausholen, ich kann nicht hinschlagen, ich. Naja. Viel herumgeweine, was soll ich machen, was soll ich sagen? Ohne Hebebühne mache ich sowas ganz bestimmt nicht nochmal. Das ist wirklich so eine Scheiße, Alter. Dieses beschissene Radlager zu tauschen. Leck mich am Arsch, Alter. Also die zweite Seite mache ich einfach nicht. Es ist mir egal. Und wenn der TÜV-Typ sagt, das ist kaputt, dann soll er das reparieren und ich gebe ihm halt 300 Euro oder so. Aber das ist die Arbeit, das ist es nicht wert, Alter. Also auf dem Boden hier in meiner Werkstatt, nein, also sicher nicht. Auf jeden Fall, das funktioniert nicht. Ich kann nicht rausschlagen, nicht holen, nichts machen. Deswegen werde ich das jetzt mit dem Dremel auffräsen, das Lager. Ja, ist nicht die schöne englische, aber ich mag nicht mehr. Also ich werk hier jetzt schon wieder rum, Alter. Also wirklich, so eine Scheiße. Wer sich das einfallen gelassen hat, also wirklich, der gehört heute noch auf den Pranger gestellt. Naja, auf jeden Fall Scheiße. Und man sieht ja auch, ich hab keinen Platz. Es ist halt die ganze Situation, es ist alles nicht so geil. Naja, jetzt bringe ich auf jeden Fall das nicht runter, das werde ich jetzt aufschneiden. Ich wollte jetzt mal schauen, ob mein neues Lager überhaupt passt. Das weiß ich ja auch nicht. Ja, wird schon passen. Also jetzt gibt sowieso der Point of No Return ist schon da, das Lager ist kaputt. Ja. Auf jeden Fall werde ich das jetzt runterschneiden und nachher werde ich den Außenring auffräsen und das rausholen und dann
bin ich schon gespannt, ob ich das neue Lager überhaupt reinbekomme. Da werde ich mir vielleicht irgendeinen Endzieher bauen oder so. Naja, mal sehen. Naja, ihr seid auf dem Laufenden. Ich bin kurz vorm Verzweifeln. Geschissenes Auto, also wirklich, so ein Dreck. Also die Hinterachse und auch die Vorderachse, was das für eine Konstruktion ist, Alter. Ja, also keine Ahnung. Ja, der Kollege ist auch wieder da. Tja, also der Kollege macht jetzt gerade die Bremsen, der ist da. Schau, schau, da. Der ist da. Mit den Bremsen hier. Der sieht ja Bremse und Radlager, Bremse und Radlager. Und Ness. Auf jeden Fall ist der da, der Kollege. Ich habe mittlerweile das hintere Teil ausgefräst. So sieht das aus. Ja, war sehr viel herumgehaue. Und jetzt baue ich mir da gerade so ein Einziehwerkzeug mit einer M18 Gewinnstange. Naja, einfach zwei so Platten. Und dann werden wir das neue einziehen, das neue Radlager. Eventuell kann ich das ein bisschen filmen, aber es ist ziemlich kacke, weil überhaupt kein Platz ist und so. Naja, also, nice. wir probieren's. Wir probieren's. Ja, das hat er schon gemacht, der Spezi. Das ist schon fertig quasi. Gefettet und so. Die Schleifflächen, die werden wir noch ein bisschen abschleifen, oder? Jetzt das Ding, jetzt das Ding. So machen wir das. Gell? So schaut's aus. Ah, wie Butter. Schau, schaut mal, so schön. So schön. Ich glaube, dass man das reinschlagen auch kann, das Lager, ne? Ja, aber es ist eine Draht weit besser. Jetzt dreht die Mitte oder Stranken da. Geh weiter! Klumpert wieder hin. Aber es geht wirklich nicht schwer. Nein. Das war außer viel schwieriger. Ja. Trotzdem mache ich das nicht mehr. Das glaube ich nicht. Versprochen ist versprochen. Und wird auch nicht gebrochen. Versprochen ist versprochen. Ja, machen wir auf, oder? Entschuldigung. Aber jetzt nicht weiter. Nein, du bist einfach so hart im Nehmer gesagt. Gut pro höchstens. Ja, du bist einfach so eine harte Sau, Alter. Ja, ich glaube, das passt, oder? Das passt. Bevor wir es zum Mann, das Scheiß drin. So, das Gewinnstange bringen wir wieder zurück, nicht wahr? Genau, das bringen wir wieder zurück. Ins Geschäft, wo wir es gerade gekauft haben. Ja, schaut gut aus. Sicher. Ich bin Fan. Das Spiel ist ja auch noch nicht kaputt da dabei. Ja. Dann haben wir da gleich mal den Ring da wieder auf, nicht wahr? Und den Scheiß wird da den Zaun weg. Da hätte ich zwar einen Leichen, aber der alte ist auch noch gut, also Scheiß drauf. Zwei Tage Arbeit. Wahnsinn, Alter. Keine Fall Nummer. Sollen wir den da auch gleich einen wichsen da? He? Ja. Nein, so kann es aber nicht funktionieren. Okay. Was? Okay, braucht man da irgendwas zum Affizieren, hä? Schaut so aus. Das hätte jetzt einfach funktionieren können, weißt du? Voll. Das hätte jetzt einfach gehen können. Nö, überlegen wir mal.
Das Teil ist beisammen. Wir haben jetzt den ganzen Prozess nicht gezeigt, da es jetzt echt extrem schwer war und echt extrem viel Werkzeug und andere Sachen gebraucht hat. Wir haben ihn hinten mit einem Eisen blockiert mit zwei Schrauben. Davon ist immer eine abgebrochen, sobald ein bisschen Kraft drauf kam. Also wir haben hier jetzt, keine Ahnung, 10 solche Schrauben abgerissen. Ja, es ist jetzt fest. Wir haben noch minimal Spiel, aber es ist wirklich minimal. Ich glaube, es ist okay so. Auf ein Loch sind wir nicht gekommen. Eventuell ziehe ich das noch ein bisschen nach, wenn es mal auf dem Boden steht. Mhm. Aber das Problem ist, wir haben eigentlich alles an Werkzeug, was ich habe, jetzt gerade zerstört, um das Teil zusammenzubauen. Ja. Also es ist wirklich, eigentlich ist alles kaputt, was ich habe. Ja. Ich habe eine 350 Newtonmeter Ratsche, die ist kaputt. Fangen wir mit der auf. Ja, es ist auf jeden Fall, wenn man da mal reinzieht, die Ratsche hat es zerlegt. Sieht man, ich denke, man sieht es, oder? Also die Ratsche ist im Arsch, meine schöne Broxon. Die hat aber lange, bis zum Schluss hat die gehalten. ja, auf jeden Fall, das Ding ist im Arsch, 20 Schrauben, zwei Muttern. Ja. Dann das Beste ist eigentlich, die kleine Verlängerung hat es zerlegt, also komplett. Das war das Erste, was eigentlich aufgegeben hat, oder? Ja. Nee, vorher war die Ratsche und dann das hier. Also wir haben da, glaube ich, mit 2000 Newton angezogen, damit das irgendwie das wird. Ja, leider, das Ding hat ein bisschen Geld gekostet. Ich will jetzt gar nicht nachsehen, wie viel es gekostet hat. Aber die Ratsche hat es leider komplett hinter sich, da geht gar nichts mehr. Auf der anderen Seite kann man noch drehen, aber ich denke, die Geräusche sprechen für sich. Wenn man da mit Kraft anzieht, dann macht es BAM und dann springt sie, also die kannst du wegwerfen. Okay, also wir haben zwei Ratschen zerstört, eine Verlängerung, drei Ratschen, ich habe noch eine abgerissen, aber das war schon beim Ausbauen. Drei Ratschen, eine Verlängerung. 50 Schrauben, den Abzieher. Jo. Sonst noch was? Geil. Ja. Also mein ganzes Werkzeug ist jetzt Schrott. Mhm. Aber ich habe ein gutes Radlager im Auto. So, es ist der nächste Tag. Alles geht Schlag auf Schlag. Der Kollege ist auch schon wieder da und baut die Bremse zusammen. Schlag auf Schlag. Guck dir das an. Wow. Tja, jetzt haben wir hinten die Bremse soweit mal fertig. Es ist auch das Bremsseil schon drinnen, auch auf beiden Seiten. Auf der einen Seite ist ja jetzt das Spiel noch ein bisschen scheiße von dem Radlager. Das ziehen wir dann später an, wenn er auf dem Boden steht. Da habe ich mir jetzt eine Breaking Bar bestellt. Und jo, geht schwer. Alles fertig, Bremsleitung, Handbremsseil, alles da. So nice. Ja, jetzt bereite ich die Heckscheibe vor, der Kollege baut in der Zwischenzeit die Vorderbremse zusammen. Ja, und dann bicken wir die Heckscheibe rein und dann wird alles geil und so. Hast du irgendwelche zusammenfassenden Worte von den letzten zwei Tagen? Oh, es war ein Kampf, bist du Depp, also. Katastrophe, oder? Kampf. Ja. Mhm. Schade, dass du beim Ausbauen nicht dabei warst. Ja. Das hat mir gefallen. Das war echt nicht normal. Scheibe ist drin. Die Scheibe ist drinnen. Nicht perfekt, aber ich denke, für die Umstände reicht's, oder? Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es ist gut so. Sie ist ein bisschen tief, also wird die Chromleiste wahrscheinlich ein bisschen in der Luft herumfliegen, aber die werde ich dann einfach mit einem Montagekleber ankleben oder so. Und jo, geil. Auch rundherum, man sieht es innen, klebt so überall so Kleber jetzt nach innen drinnen. Das haben wir jetzt nicht so geil gemacht, aber ich denke, lieber jetzt nicht mehr zu viel angreifen, wenn es hart ist, dann eventuell abkratzen oder so. Und ja, genau. Sieht doch cool aus, oder? In 20 Stunden machen wir weiter.